Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Slender 7th Street. Gut, in der letzten Folge haben wir es geschafft, ganze 6 Seiten zu finden. Finde ich schon ganz gut für den Anfang. Wenn man es vergleicht mit Slender, the 8 Pages, auf jeden Fall eine Besserung. Und in dieser Folge werde ich nicht über Wetter reden. Besonders nicht gegen Ende, ne? Weil das hat ja dann meinen Tod bedeutet in der letzten Folge. Hat anscheinend den Slenderman provoziert. Und da ist eine Seite. Die Lampe könnte ich anmachen, das wäre ganz gut. Praktisch. Danke. Und wieder nicht umdrehen. Nur dann kann das vielleicht was werden. Und vielleicht nicht stehen bleiben und nicht wieder über den Gehweg stolpern. Wäre ganz gut. Ich wollte jetzt nochmal hier was zum Design sagen von der Map. Also die ist wirklich sehr schön gemacht, finde ich. Auch mal originär hier irgendwie den Weg zu versperren mit dem Bus oder so und nicht immer durch Zäune oder sowas. Finde ich auf jeden Fall mal besser gemacht. Das ist wie bei Slender the 8 Pages, wo überall Zäune um den Wald herum sind. Und es keinen Eingang gibt. So, nur die Steuerung finde ich echt hier miserabel. Kann ich noch nichts anderes dazu sagen, leider. Das mit dem Umgucken und so ist ganz gut, aber das Laufen ist echt nervig. So. Auch wieso die alten. Das ist wie eine verlassene Stadt hier, oder es ist eine verlassene Stadt. Mit den Geschäften, die so zugehämmert sind. Und da ist auch unterschiedliche Läden, da sind ein Asia-Laden, habe ich in der letzten Folge gesehen. Und so Sachen finde ich einfach auch schön, so kleine Details. Aber, ich wollte gerade sagen, so viele Seiten finde ich ja gerade gar nicht. Aber die kommen doch wieder, die Seiten. Alles gut. Ziehe ich quasi ein bisschen die Folge in die Länge. Was ich aber gar nicht vorhab. Und wer hätte es gedacht, ich nehme Slender wieder am Abend auf. Ich komme einfach in letzter Zeit nicht dazu. Obwohl ich das sogar gerade in den Ferien aufnehme, gerade hier. In Weihnachtsferien. Wir haben heute den 30. Dezember. Mittlerweile, wenn ihr diese Folge seht, haben wir schon Januar. Oder ihr guckt sie schon irgendwann viel weiter in der Zukunft. Je nachdem. Und eine Seite. Die habe ich schon in der letzten Folge, glaube ich, das war die erste Seite, die ich geholt habe. Ja, da wurde ich dann gleich rechts vom Slenderman erschreckt. Gucken, ob schon wieder der Fall ist. Ne, diesmal nicht. Aber der ist ganz nah bei mir. Das weiß ich. Der kann ja gar nicht mehr ohne mich, ne? Der klebt an mir wie Kaugummi. Und letzten Endes springt er mich dann doch um. Aber ich finde immer wieder den Play-Knopf für dieses Spiel. Da muss er mich schon wieder von vorne jagen. Gut, dann gehen wir da lang. Vielleicht waren wir hier noch nicht. Ich kann das auch ehrlich gesagt nicht merken. Nur so ein paar Sachen kann ich mir merken, wo es jetzt schon war, aber so im Großen und Ganzen nicht wirklich. Boah. Jetzt ist gerade die Glasscheibe von meiner Lampe kaputt gegangen. Okay. Und eine Seite haben wir gefunden. Wow, ah, wow. Scheiße, 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 scheiße. Gott, Hilfe. Gott, Hilfe. Gott, was war das jetzt? Boah, scheiße. Wow. Das war überraschend. Hilfe. Gott. Halben Herzinfarkt gerade gehabt. Was war denn das jetzt?
kommt der und schreit da wie so ein Verrückter. Oh, und da ist meine siebte Seite. So, wenn ich mich jetzt umdrehe nach dieser Seite, bin ich sowas von tot. Jetzt mal. Boah. Eine Seite noch, dann hab ich schon. Das kann ja gar nicht sein. Dieses Gefühl kenne ich ja gar nicht. Renn, nicht stehen bleiben. Renn. Boah, Mann, renn. Ja, da ist er. Ja, komm. Escape the City. Ja, schön. Das hätte ich, würde ich jetzt gerne machen. Bleib nicht stehen. Nein! Nein. Nein. Was mache ich denn jetzt? Ich habe alle 8 Seiten gefunden. Na, ich probiere es nochmal. Also bleiben wir es mal so. Ich versuche es in der nächsten Folge wieder alle 8 Seiten zu finden. Aber ich mag mal das Spiel so komplett zu Ende bringen. Mit dem Teleporter oder halt diese Stadt verlassen. Das würde ich auf jeden Fall sehr gerne machen. Der Part ist jetzt wahrscheinlich auch wieder so kurz. Aber wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge von Slender 7th Street. Bis dahin, ciao. Euer Mystery.